So. Wir kommen gut an. Das heißt, dass man hier an diesem Platz merkt, hier sitze ich jetzt. Und dieses Jetzt bedeutet, ich spüre es, dass ich da bin. Ich nehme es wahr, das Gefühl des Dasitzens. Und darum geht es bei der Meditation, dass man nicht nur weiß, ich sitze da und der Körper sitzt ja, sondern dass man es auch wirklich fühlt. Diese Wahrnehmung, das Wissen und die Körperlichkeit. Diese drei Dinge kommen zusammen und dann ist es eine gute Sammlung, eine Konzentration, die Meditation heißen kann. Wir machen jetzt die 8-Punkte-Meditation, eine dynamische Meditation, die aus Burma stammt, wo man ein Körperteil nach dem anderen angeht, aber eben genau nur 8, und jedes Mal eben so lange dort bleibt, bis man diesen Körperteil auch spürt. Und wir sagen dann jeweils immer, nennen wir diesen Körperteil innerlich, so also leise in sich hineinsprechen, zum Beispiel rechter Fuß, und dann spüren, spüren. Als ich es lernte, war es ja in Englisch, das war right foot, touching, touching. Diese Berührung des Fußes mit dem Boden, aber das Fühlen dieser Berührung, darum ging es. Man kann natürlich auch fühlen sagen, aber das Spüren, finde ich, zeigt es noch deutlicher. Und so gehen wir durch den ganzen Körper durch und zuletzt eben den Rücken hinauf und hinunter an der Wirbelsäule entlang bis zum Scheitel, vom Steißbein bis zum Scheitel einatmend. Und ausatmend wieder herunterfahren, ziemlich rasch. Das richtet uns immer wieder auf, dass wir nicht zu sehr in der Basis hängen bleiben, denn diese 8 Punkte sind sehr basisbetont, dass man sehr gut auf dem Boden sitzt, auf der Erde. Und dieses Hinauffahren an der Wirbelsäule richtet wieder auf, macht wieder freier, und regt den Atem besser an. So, und jetzt beginnen wir. Wir wenden die Achtsamkeit zum rechten Fuß hin. Versuchen zu spüren, wie der Fuß da liegt, was er berührt. Nehmen das Gefühl des rechten Fußes wahr. Rechter Fuß spüren, spüren. Und ich lade euch ein, es innerlich nochmal nachzusagen. Dann gehen wir mit der Achtsamkeit zum rechten Knie. Es kommt nicht darauf an, was wir von dem Knie wahrnehmen, ob oben in der Beugung mit der Kniescheibe oder die Kniekehle oder mehr innerlich das Gelenk. Irgendwas spüren wir von dem rechten Knie. Es kann auch sein, dass die Kleidung oder die Decke auf dem Knie zu fühlen ist. Oder die Hand, wenn sie drauf liegen sollte. Rechtes Knie spüren, spüren. Wir gehen mit der Achtsamkeit zum rechten Gesäß, also die Beckenhälfte rechts, und schauen genau hin, wie diese rechte Gesäßhälfte aufsitzt auf dem Kissen.
die Fläche des Kontaktes. Wenn wir das nun fühlen, wieder innerlich sagen, rechtes Gesäß spüren, spüren. Wir gehen mit der Achtsamkeit zum linken Fuß, rufen den linken Fuß auf, dass wir seine Lage feststellen können. Wenn es uns nicht gelingt, das Spüren, ruhig die Zehen oder den Fuß etwas auf der Matte reiben, bewegen, dass wir genau wissen, aha, da liegt mein linker Fuß. Und so liegt er auf, die Stelle des Kontaktes fühlen. Und dann heißt es wieder linker Fuß, spüren, spüren. Die Achtsamkeit geht zum linken Knie. Da wieder außen oder innen, Berührung mit Kleidung oder durch die Lage, schauen, was kann ich da fühlen. Linkes Knie, spüren, spüren. Und dazu möchte ich sagen, es ist unwichtig, ob das ein angenehmes oder unangenehmes Gefühl ist oder ein sehr kaum wahrnehmbares, ganz geringes oder starkes. Darauf kommt es nicht drauf an. Es kommt darauf an, dass wir so gut wir können die Konzentration dorthin lenken, zu dem Spüren dieses Körperteils. Wir gehen zur linken Gesäßhälfte, Beckenhälfte. Schauen, da sitzt der Rumpf auf. Das ist eine Fläche, vielleicht ein Druck. Was immer wir bemerken. Und sagen dann, linkes Gesäß, spüren, spüren. Wir wenden uns der rechten Hand zu. Wo liegt meine rechte Hand? Berührt sie etwas? Ist da ein Kontakt? Was kann ich von der Hand gut wahrnehmen? Die Handfläche, die Finger, den Handrücken.
Rechte Hand. Spüren, spüren. Wir wenden uns der linken Hand zu, schauen, wo sie liegt, was sie berührt, wie sich die Handfläche anfühlt, der Handrücken und die Finger. Linke Hand. Spüren, spüren. Wir wenden uns nun dem Rücken zu, das heißt der Wirbelsäule am unteren Ende Steißbein und fahren mit unserem Atem hinauf bis zum Scheitel. Einatmend hinauffahren wie in einem kleinen Aufzug bis hinauf die ganze Wirbelsäule entlang, Hals, durch den Kopf bis zum Scheitelhöchstpunkt. Und ausatmend vom Scheitel wieder bis zum Steißbein hinunter. Dann wiederholen. Es geht immer um die Wiederholung. Man kann es schneller oder auch langsamer machen. Das mache ich etwas schneller, aber später könnt ihr es in eurer eigenen Form, wie ihr geistig dabei bleiben könnt, machen. Also, rechter Fuß. Spüren, spüren. Rechtes Knie. Spüren, spüren. Rechtes Gesäß. Spüren, spüren. Linker Fuß. Spüren, spüren. Linkes Knie. Spüren, spüren. Linkes Gesäß. Spüren,
spüren. Rechte Hand. Spüren, spüren. Linke Hand. Spüren, spüren. Vom Steißbein einatmen, die Wirbelsäule hinauf bis zum Scheitelpunkt. Sitzen. Und vom Scheitelpunkt zum Steißbein hinunter ausatmend sitzen. Und nun alleine diese Reihenfolge durchgehen, vom rechten Fuß wieder anfangen. Es ist nicht durcheinander möglich. Es ist wirklich die Reihenfolge gut beizubehalten. Sich nicht überanstrengen, aber auch nicht lässig. Eine gewisse Lockerheit und gewisse Freude dabei, dass es ja ganz gut geht und dass es dem Körper gut tut dabei. Der Körper bekommt mehr Energie, denn es ist ja eine fließende Meditation. Und das Fließende zeigt sich dann auch in der Achtsamkeit, in der Konzentration. Es ist eine sehr beliebte Konzentration in manchen Klöstern. Gut, wir sitzen jetzt, machen es schweigend für uns selbst. Musik.